Tschüss. Hallihallo, willkommen. Hallo, ihr Lieben. Willkommen an Bord. Hallo, ihr Lieben. Grüße dich, grüße dich, grüße dich. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ne? Hatte ein langes Gespräch hier mit meinen besten, eine von meinen besten Kumpel hier. Hallo, Ralfi. Grüß dich, Ralf. Freue mich auf deine Teile. Okay? Ja, was schauen wir uns heute an? Ja, mir geht's gut, Leute. Also, lass es mir gut gehen. Ne? Weg mit der Negativität, rein mit der Positivität. Oder sagt man das so? Scheißegal. auf jeden Fall, heute experimentieren wir ein bisschen. Richtung Lichtmaschine, bei dem Sphäre-Motor. Aber sind alle gleich, diese Piaggio-Motoren. Und ich hatte da ein bisschen was probiert, was getestet vorhin, ne? und hab beim Probieren hier von der Lichtmaschine hab einen gescheuert bekommen. Also so quasi von der Steckdose aus 220 Volt, ein bisschen mehr wahrscheinlich, habe ich einen Schlag abbekommen, ne? Ich habe das grüne Kabel von der CDI in die Hand gehalten, ne? Also mit einer Strippe hatte ich in die Hand. Und dann bin ich einfach hergegangen und habe mit der anderen Hand den Auspuff angelangt. Und da hat es mir einfach einen Schlag, zack, hat es gemacht. Wusch. Und habe die Strippe dann losgelassen. Bin nur verschrocken, ist mir nichts passiert hier. Ja, bin wohl auf hier. Und daraufhin ist mir eine Idee gekommen. Was könnte ich jetzt ein bisschen was testen hier? Wenn ich diesen Stromschlag abbekommen habe, das müsste normalerweise reichen, um eine 220 Volt Lampe zum Glimmen zu bringen. Hab dann eine 25 Watt Lampe geholt, flibberne, und hab sie angeklemmt, aber naja, das ginge nicht. Die ist nicht, auch wenn ich den Motor über Vollgas laufen lassen habe, diese 220 Volt Lampe ginge nicht. Ich habe dann, ein bisschen weiter probiert und da bin ich hergegangen und habe einfach eine Sockel, 12 Volt Sockellampe von der Innenraumbeleuchtung, die habe ich geholt, habe mir zwei Kabel hingebastelt und bin ich hergegangen und eins an der CDI, am grünen Kabel, und eins habe ich dann probiert, immer über die Masse zu verbinden mit dieser Sockellampe. Diese Sockellampe hat 12 Volt und 2 Watt, die brennt kurzzeitig für den Moment, glimmt sie kurz auf und dann geht der Motor aus. Ne? Das ist, wie wenn ich jetzt einen Schalter dazwischen legen würde, Zündschalter. Ne? Ich werde das euch zeigen, dass man sieht, was da für eine Spannung rauskommt. Also es kommen dann laut Messgerät 220 Volt, pendelt sie sich ein, und wenn man dann Gas gibt, werden das mehr. Ich habe hier mehrere Messgeräte hier. Ich habe einen, wo er mir bis 380 Volt zeigt. Ich habe dann ein analoges Messgerät da, der zeigt auch ein bisschen mehr wie 220 Volt. Ich habe dann ein digitales Messgerät hier noch, der zeigt dann mehr. Er zeigt fast 300 Volt an, wenn man dann Gas gibt. Und ja, das ist ganz interessant, wenn man praktisch diese Sockellampe dann gegen Masse hält, dann glimmt sie kurzzeitig und dann geht der Motor aus. Ne? Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Wir experimentieren mit euch hier, ja, dass ein bisschen Spaß haben hier und ein bisschen euch was zeigen, was machbar ist. Schauen wir da bei der ganzen Schrauberei, ja, mit Elektrik und Schrauben hin und her. Ne? Der Motor springt jetzt auch gut an hier, mit dem anderen Zylinder jetzt. Da war vorher ein Sportzylinder dran, den habe ich runtergenommen. Und ich habe jetzt einen Original Piaggio-Zylinder reingemacht. Dieser Zylinder hatte hier einen Fresser. Na, so viel dazu, dieser Zylinder hier, wo drin ist, hat einen Fresser. Und der Zylinder ist Original Piaggio. Den habe ich nachgehauen, der Zylinder, der druckt 7,5 Bar Kompression noch. Und der Zylinder läuft perfekt noch. Er läuft auch gut an, ohne Probleme, hält Standgas ohne Probleme. So viel zu Piaggio-Qualität, Leute. Ja, so viel dazu. Sag immer wieder, kauft kein Scheiß, kauft kein billig Naraku oder was der Geier was es sind.
Holt euch Originalteile, holt euch Piaggio-Teile, da seid ihr besser bedient. Die Qualität wird ihr dann merken, wenn ihr, wenn zum Beispiel ein Fräser ist oder so etwas. Ne? Der Zylinder läuft weiterhin hier. Trotzdem, dass ihr einen Kolbenfräser gehabt habt, was ich gewechselt habe, ist den Kolben und die Kolbenringe, da habe ich einen guten Gebrauchten genommen. Klar, wenn die Kolbenringe dann kaputt sind, da brauche ich hier keine kaputte Kolbenringe in den Zylinder einbauen, ne? Weil die haben auch ihre Riefen gezogen, die Kolbenringe, ne? Da muss dann neue Kolbenringe nehmen oder gut gebrauchte Kolbenringe und einen guten Kolben. Und dann funktioniert der Zylinder wieder. Trotzdem, dass er seinen Fräser gehabt hat, okay? Will ich euch ein bisschen die Kablage hier zeigen, ne? Hier von der CDI habe ich das abgegriffen hier, ne? Hier mit meinem altes Messgerätchen hier von Steinel. Der misst jetzt hier Wechselspannung plus minus hier, ne? Altes Gerät, aber wirklich nützlich hier, unter 10 Volt, in der Mitte sind 220 und 380 Volt, okay? Der ist jetzt direkt angeklemmt, einmal CDI-Kabel, ne? Und einmal praktisch mit der Masse hier. Ne? Die anderen zwei Messgeräte sind auch angeklemmt. Einmal analoges Messgerät, einmal digitales. Den müssen wir jetzt wieder beleben hier. Finde ich gut, der geht dann in Schlafmodus. Wie gesagt, die Spannung schwankt wie ein Kuhschwanz hier von dem Digitalmessgerät. Wenn man sowas macht, muss man immer ein Analogmessgerät messen. Ne? Das ist tausendmal besser. Die ist jetzt konstant bei 200 Volt hier. Ne? Das ist jetzt 200 Volt hier. Hier sind 400 Volt hier und so weiter. Bis 1000 Volt geht er hier. Ne? Und hier zeigt er 200 Volt. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann müsst bis 300 Volt hochsteigen. Ja, man sieht es hier, das Handy liegt hier auf dem Werkband. Klar, vibriert das ganze Zeug hier. Also knapp 200 Volt generiert die Lichtmaschine hier im Standgas. Und wenn sie dann Vollgas hat, ja, über 400 Volt, ne, nicht ganz 400 Volt. Ne? Wenn die Geräte hier angeschlossen sind, kann sie keine 400 Volt generieren, weil sie wie eine Masse, wie einen leichten Kurzschluss jetzt hier, die Messgeräte, wo angeschlossen sind, funktionieren. Zeige ich euch das andere Gerät hier. Schaut euch die beiden LED an, wie die pulsieren. Ja, die pulsieren, weil es Wechselspannung ist. Ne? Einmal die eine mehr, einmal die andere Leuchtdiode kriegt sie mehr. Jetzt liegt es bei 220 Volt und die dritte ist hier 380 Volt. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann geht die Spannung hoch auf 380 bis 400 Volt. Also sie generiert so um die 400 Volt die Zündspule hier. Von der Primär Zündspule hier, von der Lichtmaschine. Das machen wir jetzt nochmal, das testen wir jetzt nochmal hier. Hier haben wir die Sockellampe hier, okay? Also, und das will ich euch genau zeigen, dass die Sockellampe hier für eine kurze Zeit hier auch aufleuchtet, gell? Die hat 12 Volt, 2 Watt, ne? Aber die kann nicht ausbrennen, weil der Kurzschluss ist innerhalb einer Sekunde so kurz. Ja, der Name sagt Kurzschluss und dann geht der Motor gleich aus. Die Sockellampe wird für eine Sekunde, maximal 2 Sekunden leuchten und dann geht sie wieder aus. Starten wir nochmal. Standgas habe ich erhöht, sonst brauche ich kein Gas geben, dann kann ich das euch auch so zeigen.
Schaut hierher, hier schauen. Was da für eine, was für eine Spannung da herrscht. Da gibt es schon einen Zündfunken. Das Zündkerzenprinzip ist das. So, das war's jetzt. Darf man nicht anlangen hier die Masse, weil sonst gibt es einen richtigen saftigen, ja, wie sagt man da, wenn man reanimiert wird, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also das will ich dann hier an dieser Stelle gesagt haben. Ihr seid selber schuld, wenn ihr einen Schlag bekommt oder irgendwas für eure Gesundheit seid ihr selber verantwortlich. Ne? Ich zeige, dass ihr euch aus Spaß und aus Demonstrationszwecke, was da machbar ist. Ne? Das ist jetzt eine Sockenlampe hier mit 12 Volt, 2 Watt hat die. Ja, und ihr habt selber gesehen, dass die Lampe hier zum, die Lampe kriegt seinen Saft. Der Lampe ist es scheißegal. Die funktioniert mit Wechselspannung und auch mit Gleichspannung. Ne? Also Strom ist ja was anderes, Spannung ist wieder was anderes. Muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Sollte man nicht durcheinander bringen. Spannung ist die Voltage. Ne? Und Strom ist die Stromstärke, wo praktisch generiert wird, dass die hier zum Leuchten kommen. Die Stärke, dass der Glühfaden dann ja, zum Leuchten gebracht wird, das ist die Stromstärke. Ne? Desto höher dann die Spannung ist, klar, desto höher leuchtet auch die Lampe hier. So, und das war's jetzt. Ne? Das war der letzte Versuch hier. Wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt, zum Beispiel mit der Zündanlage, ja, dann kann das ganz einfach liegen, dass hier alles versifft hier ist, ja, an die CDE hier. Ne? Alles voller Öl und es vermasst das ganze Zeug hier. Vor allem ist das grüne Kabel hier, kommt von der Primärspule hier verantwortlich. Ne? Und das weiße Kabel hier auch, es sind alle drei Kabel hier verantwortlich. Und wenn ein Kabel von denen hier an Masse, richtig Masse zieht, habt ihr selber gesehen, ja, was der für Zündfunken generiert hat, ja, dann habt ihr so ein Problem. Ne? Die drei Kabel sind wichtig hier. Wenn sie an Masse irgendwie durch Dreckig und Öl und Verschmutzung die Kabel, ein von denen hier gegen Masse ziehen, dann habt ihr diesen Problem hier, okay? So, ihr Lieben, komme ich zum Schluss hier. Meine Schutz hier, ne? Stromschlagschutz. Ja, habt selber gesehen, was man auch machen kann, dass man mit Strom und mit Spannung auch ein bisschen Spaß haben kann. Man muss aber dann vorsichtig sein, man muss halt wissen, was man dann tut. Ich empfehle es den einen oder den anderen nicht, das nachzumachen. Wenn ihr es machen wollt, auf eigene Gefahr. Das ist ganz klar. Aber ihr habt selber gesehen, was da machbar ist, ne, mit der Zündanlage. Und wenn man die Zündanlage vernachlässigt und der Roller ist jahrelang nicht
gepflegt worden und die jahrelang stand er irgendwo in einem Schuppen oder was weiß ich. Viele sagen, ja, der Rocker, der Rocker. Ja, viele sagen, der Roller ist ja in den Schuppen gestanden oder ist trocken gelegen. Das macht nichts aus. Das macht absolut nichts aus. Das ist schon okay. Das ist okay, dass er trocken stand. Aber er braucht auch eine gewisse Pflege. In den Schuppen ist er auch mal kalt gewesen. In den Schuppen ist das auch mal. Ist auch mal Kondenswasser reingekommen oder wie auch immer. Ne? Also überall ist Luft und Wasser und bekanntermaßen oxidiert das ganze Zeug und es gibt halt einen Kriegsstrom. Ne? Deshalb sage ich immer, man muss den Roller schon pflegen, also was Elektrik oder Kabelbaum und so angeht. Und da, wo die CDI ist, da sollte man penibel darauf achten, dass alles passt. Ne? Und die Gabelschuhe von der CDI, ne? Bei den Energy Power oder MC3 Modelle, die neueren Versionen, die haben ein bisschen anderes Stecksystem, ist ein bisschen besser. Aber bei den alten kann es sein, dass sich ein Kabelschuh sich lösen tut oder die Kabelschuhe weiten sich dann auf. Ne? Ne, wenn der Kabelschuh dann so ist, ne, dann hat er keinen Kontakt mehr. Und es kann sein, dass er ja, Fehlzündung produziert und das war's dann. Ne? Dann müsst ihr hergehen und die Kabelschuhe wieder mit so einer Knipzange hier oder müsst ihr dann wieder ein bisschen wieder zusammenquetschen, dass sie wieder schön straff sitzen, dann ist das wieder okay. Ne? Also eine verschmutzte, verölte und versiffte CDI oder die Kabel können euch sowas verursachen. Zündaussetzer. Ne? Solange man das hier nicht beseitigt, dieser Kurzschluss, Förderroller nicht, kann nicht fahren. Ne? Allein ein bisschen Kriegsstrom reicht aus. Habt ihr gesehen, wie die kleine Lampe dann geleuchtet hat? Ne? Kriegsstrom nennt sich das. Ja, und dann fährt halt der Motor, kann nicht, weil die Primärspule gegen Masse zieht. Ne? Die Zündspule. Das ist die erste Spule, die ist in der Lichtmaschine verbaut. Das ist die, wo diese 200 oder 400 Volt generiert, ne, von der Lichtmaschine und dann geht es weiter Richtung CDI. Ne? Durch den Pickup und der Pickup generiert diese Impuls oder Zündimpuls. Ja, und die CDI hat innen drin einen Kondensator, der wird dann aufgeladen. Ne? Und dann, wenn die CDI an diese Noggen da vorbeikommt, dann gibt es den. Dann wird es weitergeleitet und innen drin an der CDI hat es einen Thyristor. Dieser Thyristor wird dann gezündet. Ja, und der macht praktisch nichts anderes wie der aufgeladene Kondensator gegen die Masse. Ne? Das ist dann, wird weiter an der Zündkerze weitergeleitet und geht gegen die Masse. Und das ist der Zündfunken, wo generiert wird praktisch an der Zündkerze. Diese was weiß ich, 20.000 Volt oder was das sind, 15.000 oder 10.000 Volt, was das dann sind, ne? Ich weiß es nicht, wie viel das sind. Also es sind auf jeden Fall mehr wie 10.000 Volt, so viel ich weiß. 10.000 aufwärts, zum Beispiel Hochleistungszündungen, die haben bis 30.000 Volt, desto stärker ist der Zündfunken, desto besser ist natürlich die Zündung. Ja, wenn das Benzinluftgemisch wird, besser gezündet, die Flamme nachher, ne? Desto stärker der Zündfunken ist, desto besser ist dann die Verbrennung, die Explosion. Okay, ihr Lieben, kommen dann zum Schluss hier. Wenn du bis hierher angelangt bist, dann bitte ich dich, einen Like da zu lassen, wenn dir das Video gefallen hat oder ultra gefallen hat. Dann bitte ich dich um eine ultra gefallene Teilung, okay? Und Abo natürlich abschließen, Leute. Ne? Und ihr liked einfach zu wenig. Ganz einfach, das sage ich euch, ihr liked einfach zu wenig. Ich weiß nicht, an was es liegt. Seid ihr zu faul? Keine Ahnung. Ja, dass die Videos nicht informativ sind, das kann es nicht sein. Dass die dir nicht gefallen. Ja, gut, wenn sie dir nicht gefallen und der andere gefallen. Aber ein Like ist kostenlos. Leute, kostenlos. Einfach liken. Ne? Aber ein Like kannst du da lassen. Der kostet dich nicht. Ein Like kostet dich nicht. Oh, Leute, ein Like ist kostenlos. Also liken, Leute. Liken, liken. Ihr Lieben, alle Kinder, alle Damen dieser Welt, ich bin dann weg hier. Ich wünsche euch, kommt gut von A nach B. Freut euch, bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute. Seid lieb miteinander, vertragt euch. Ich hasse Krieg, ich hasse Gewalt. Scheiß auf Krieg und Gewalt. Frieden ist der Schlüssel, der Weg. Tschüss. Seid lieb miteinander. Tschüss.